Jo Leute, heute geht es um World Wide Web 3. Ein richtig nices Ding. Ich zeige euch gleich den Trailer. Da steckt so viel Liebe drin, so viel Pro-Metaverse, Pro-Web3, Anti-Rug. Die Rugbusters sind am Start. Bleibt unbedingt dran. Das World Wide Web 3 Game, das hat momentan einen Early Access. Wir befinden uns in der Alpha-Version. Ich habe mir ja jetzt sowieso für meinen Channel vorgenommen, euch frühzeitig über neue Entwicklungen im Web3 NFT Gaming Space zu zeigen, so dass ihr auch die Möglichkeit habt, eure eigene Research zu betreiben und eventuell dann früher einzusteigen in die Games. Wie gesagt, World Wide Web 3 hat eine Hammer-Entwicklung hinter sich. Ihr könnt euch hier einloggen, MetaMask, E-Mail oder einfach mal als Guest das ganze Ding ausprobieren. Teilweise gibt es hier kurz Probleme. Ich war gerade eben schon drin, aber ihr seht jetzt der Guest-Login gerade eben hier. Okay, Logged in as Guest hat jetzt funktioniert. Wenn ihr da drin seid, dann bekommt ihr hier die Oberfläche. Das ist super, super nice gemacht. Hier auch, kennt ihr die Stimme? Das ist Rick von Rick and Morty. Also, aber das könnt ihr selber ausprobieren, wenn ihr wollt. Web 3, wie gesagt, das ist die Beta, die momentan am Start ist. Und das Besondere ist, man kann hier tatsächlich auch eigene NFTs mit integrieren. Also Millionen verschiedener NFTs, hier zum Beispiel von den Doodle Dogs NFTs, einfach integriert. Dann lässt sich dieses Minigame hier spielen. Und was ich auch richtig krass finde, also man kann hier Ingame-Items craften. Hier zum Beispiel sein Web 3 T-Shirt, Web Donalds T-Shirt oder Web 3 Cap. Ihr seht, das sind die verschiedenen Items, die es hier gibt. Ein Web 3 Hoodie auch. Man braucht dann verschiedene Ingame-Items, die man sich hier zusammen sammelt und dann craftet. Und das Besondere daran ist, es ist dann ein Real-Life-Merch. Also wer das Ingame zusammenstellt und sich dann eine Cap oder ein Hoodie oder was auch immer erspielt sozusagen und craftet, der bekommt das nachher in real life. Also so ist das ganze Konzept. Ihr bekommt dann tatsächlich euer Merch zugeschickt. Das Minigame, das hier momentan auch aktuell überall präsentiert wird, ist super funny. Es gibt da auch eine Christmas Edition, die ihr momentan seht, und es ist free to play. Wie gesagt, ihr könnt dann Loot und Ingame Items und Skins und so weiter sammeln, und ja, wenn ihr Glück habt, collectet ihr, also ihr sammelt dann eure Items und craftet euer in real life Merch, so heißt es, IRL Merch, in real life Merch. Außerdem gibt es auch verschiedene Investmentmöglichkeiten. Hier World Wide Web Land, der Floor Price liegt bei 0,2331 ETH. Und das Ganze sind Apartments. Also es ist so gesehen ein, ja, Metaverse Land, das ihr euch hier kaufen könnt. Ich bin momentan selber noch bei meiner Recherche. Das heißt, ich finde gerade heraus, was das Land für Benefits hat. Für euch hier schon mal vorgestellt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, Leute, schreibt in die Kommentare. Ich beantworte euch das gerne. Oder kommt auch in meinen Discord, verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Neben den Apartments, neben Land, gibt es auch noch Badges, es gibt Clones. Wie gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt in die Kommentare, kommt in meinen Discord. Was ich euch jetzt zum Abschluss noch zeige, das ist der Trailer. Da steckt so viel Liebe drin. Ich lasse das Ding jetzt kommentarlos laufen. Ich finde es wirklich so nice gemacht. Pro Metaverse, Anti-Rug, yeah! チェンシティへようこそ。なりたい自分になれる場所です。好きなNFTになりきります。だからこそ全員ワールドワイドウェブにハマっています。たった一つのルールがあります。彼らの仲間ではないこと。ラグパルス。メタバースの全NFTに方々、およびラグパルスに倒すため力を貸してください。 ドローンは叶わないぞ。最後はこの。結末は一つしかない。
それが抑える早く復帰するんだドローンアップグレードした俺はブルーチーム俺たちはオリジナルなんだチェーンガン送らえそれでもうやつらはポリゴリかなそうは思わないかバスターズを呼んだか我々が何をしようと分散型メタバースの戦いはまだ始まったばかりだワールドワイドウェブ近日公開